Ich würde auch sagen, wir starten direkt rein ins Spiel. Also ich habe es ja gerade schon gestartet. Der guckt so komisch. Was war denn? Ich weiß gar nicht, was wir letztes Mal gemacht haben. Mir geht's gut. Das freut mich. Das freut mich sehr. Finde neue Stories. Shit, ich Feuerprobe. Die Spacer von vor der Krankenstation. Okay. Ah, ich erinnere mich. Hier waren wir. Ja, ja, ich, jetzt weiß ich wieder. Korporal Lezma. Lezama. Corporal Lezama. You see Marines, medic. Yo. We thought we were done for. Oh. I'm. Yes, Boxer. Wisch gerade die Wohnung. Sehr gut. And meet the esteemed doctor. Musa, right? It's his party we crashing. Private Mahoney schickt mich. Wie geht's den Verwundeten? We've lost too many good soldiers and scientists to the spacers. But everyone here is stable and will recover. Assuming we can clear the outpost of spacers. Und trink meinen vierten Kaffee dabei. Eieiei, das ist mein erster. Das ist, bei mir ist der erste. Das sieht gar nicht aus wie eine Krankenstation. I'm a battlefield medic. So this outpost? Well, it's luxury accommodations. What the heck are you guys doing here anyway? Doctor. Doctor. Yes. Who's? I mean, yes. Astrobiology. We study non-Terran life forms in the settled systems. We seek to understand the various flora and fauna and search for practical uses. Zoologische Forschung wie eure führt zu jede Menge großartiger Dinge, die es zu entdecken gilt. Exactly. Any day, one of us can be the next Alexander Fleming. Life itself may hold the key to advancing the quality of our lives. Ah, it's nice to see your color back, Doctor. Listen, we can't waste time. The Freestar's CEO, Lieutenant Torres, he locked down the complex. I'm not sure how long he can keep his troops safe. Last I saw Torres was on the third floor, near my office. Take this key and get to Torres. It should open everything except the security doors. Get to Torres before his men are wiped out. Good luck. Sehe ich jetzt, hallo, ja, okay. Also, aus Sahara. Jetzt bin ich hier auch schon der Laufbursche für alle, oder was? Sahara. Ich bin schon so überladen. Ich wollte die Waffe gar nicht nehmen. Ich wollte die hier nehmen. You're going down! Give me some cover! Ich habe hier ein neues Visier. Habe ich hier ein neues Visier drauf gemacht? Anscheinend. Might as well take what we can. Du meinst so wie euch? Komm hier raus. This is gonna end badly for you. Ich war schneller als du. Hör dich jetzt über die Kopfhörer. Ein Glück, dass ich Bluetooth-Kopfhörer habe. Sehr gut. Ich hoffe, ich bin nicht zu laut. Dann tut mir das echt leid. So, wir machen die Station mal ein bisschen leer hier, ne? Das sieht ja echt unglaublich aus hier. Alles gut, sehr schön. Sukkulente Zigarette. Hab dich auf voller Lautstärke. Alles klar.
Die Plündertour am Tage. Ist auch mal was anderes, ne? So. Liegt aber auch ein Zeug rum, ne? Junk you're hauling is seriously slowing you down. Mach deinen Mund zu. Ich verdiene Geld für uns beide. Ja, was ist mit meiner Tastatur? Ich gehe gerade nach vorne, aber er geht nicht nach vorne. Gar nicht geil. An die Tastatur ist ein Arsch gerade. Oh shit, jetzt habe ich irgendwie Gen aktiviert. Shit. Nein. Wie macht man das nochmal weg? Ah, ich habe mich geduckt. Meine Tastatur soll jetzt nicht. Nein, ich wollte mich nicht hinsetzen. Ich wollte mich gar nicht hinsetzen. Diese Rüstung sieht irgendwie komisch aus. Aber ist die beste, die ich habe. Ich will gar nicht wissen, wo er sich gerade dieses komische Aquarium hingesteckt hat, ne? Das macht mir ein bisschen Angst. Hier, von da kam ich. Forschungsstation? Ich finde, das sieht irgendwie anders aus. Hat sich gebückt. Ah, ne, doch nicht. Aha. Achso, das ist so ein. Ah, okay, das ist so ein Rundgang nur. Okay. Ich hätte ja den Mülleimer aufgehoben, ne? Tanks ist nix. Komm ich hier noch irgendwo hin? Nur hier. Nur hier, jetzt bei ihrem Bäcker.
das noch. Das alles, das, das. Also wie nennen wir das? Inkubationsduschen oder wie heißen die? Zum Desinfizieren. Okay. Ich glaube, wir müssen hoch. Hockt da komisch. Aber von mir aus kannst du deine Waffe stecken lassen. Gerade drei Stück umgelegt. Anscheinend. War cool. Was war das? Why are you bothering to carry all that junk? Willst du mir mal was abnehmen? So, ein paar Pillen. Go ahead. Leave, coward. Was? Mit wem hat sie gesprochen? Aber doch nicht mit mir. Das wäre nämlich sehr unhöflich. Hier ist die Küche. Warum stehen in der Küche Reagenzgläser? Ich verstehe es nicht. Blub, blub. Hier blubbert das überall irgendwie ein bisschen, ne? Oh, der Fisch sieht ja herrlich aus. Den würde ich mir auch direkt in die Pfanne hauen. Also, warte mal, hier ist ein Hundezwinger. Aber wo sind die Hunde? Ready to head out there? Sag mal. Maybe another time. Ich bin nicht voll. Achso, das ist gar kein Schrank. Das wäre ein Schrank. Bonk. Krieg die da nicht los. Tut mir leid, ich krieg die da nicht los. Okay, da muss ich rein. Ach ja. Ah, da
da geht es noch runter. Eieiei, hier ist auch noch nicht viel. Spacer. Warum sieht die Tür so komisch aus? Jetzt mal, was haben die hier angepflanzt, wollte ich gerade sagen. Was haben die hier erforscht? Sieht irgendwie nicht gut aus. Bin ich sogar ungesund? Das war leicht. Don't leave any of that behind. Schlüssel erforderlich. Also dafür auch. Was ist denn das für eine riesen Station hier? Langsam wäre ein Ort zum Verkaufen ganz gut. Someone's been taking out the spacers. I don't believe it. We've lost so many people. So, wir nehmen mal ein bisschen mit hier. Sieht ja alles ganz schön aus hier, ne? Das ist meine Bezahlung. Zumindest ein Teil davon. Slate. What's the slate? The Arthropod shipment from Ufgit's system. It's gone. The spacers destroyed the transport. Why? It had no financial value. It's for science. Torres asked the Rangers to send someone, but the last time they did, the spacers left the system, only to come back in far greater numbers. People are losing lives, for God's sake. Okay. Nett. Da hat jemand ein System verloren. X09 Bericht. Die mikrobische Probe von X09 ist wahrhaftig, wahrhaft außergewöhnlich. Wir wissen nicht, ob sie der Schlüssel zu den beeindruckenden regenerativen Fähigkeiten von X09 ist, aber wir werden EF3 fahrend genetisch modifizieren und dann eine Reihe an Tests durchführen. Ist alles weit hergeholt, aber wenn es klappt, könnten Menschen Körperteile in Monaten oder sogar Tagen nachwachsen. Das wäre unglaublich. Ja, doch. Oh, for God's sake. Drop some of that rubbish already. Quatsch lieber nicht, nimm mir was ab. Das alles sichert unser Überleben, du Nuss. Auch die Hausschuhe. Ja, auch die Hausschuhe. These damn spaces. Too many of them. Are they all gone? Thanks to the stranger, every last one of them is down. Some fancy work there. How many more are there with your unit? You got sniper support or something? Ich bin allein. Interessiere mich eher für euch. Tja, ihr habt den Scharfschützer freigegeben. Der Artillerie auch. Ach so. Nein, wir beide sind allein. Holy shit. The two of you did all of that. Huh. All in a day's work. We have to help Captain Myung. She's behind the barrier door. But she's not Freestar, Lieutenant.
Our first priority is our men and our scientists. Alle Menschen. She came in to save us, Sergeant, when no one else would. I will not leave her out to dry. Hm, richtig so. Mystery Girl, moin! Moin, moin! So. Die UC haben geholfen. Wie bitte? Ich freue mich drauf, Captain Young kennenzulernen. Ihr wart gerade erst im Krieg. Erstaunlich, dass ihr den Marines helfen wollt. Die UC haben geholfen? Wie bitte? We were hours from being overrun, and then Myung and her Marines landed. And they saved us. We were desperate, so we just welcomed them. Einfach so. Together, we've managed to hold the outpost. Why the captain came to our aid? Oh, you'd have to ask her. Okay, das mache ich dann. Misery Girl, wie geht's dir? Ich freue mich drauf, Captain Myung kennenzulernen. She's something else. But Lieutenant, they're the UC. We can't. Sergeant, I am ordering you to help us save those Marines. But how? We got a security override key. If the Marines are still alive, they'll be by the other entrance. We all work together. We should be able to save them. Or die trying. Or die trying. Are you up for it? We could really use your help. Ich will nicht mies sein, ne? Aber hat er irgendwie zu viel liften lassen? Kann das sein? Irgendwie. Das sieht irgendwie aus, als wäre ein bisschen Lifting schief gegangen. Ich lasse keine Marines sterben. Das ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Eine Barzahlung wäre angebracht. Ich lasse keine Marines sterben. Good. Good. Here is the security key. You take point. The captain's down one floor. Gar kein Problem. Ja, ihr könnt auch gerne warten. Das macht nichts. Bleibt ruhig hier. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo es nach unten ging. Da lang. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. So, ich muss kurz stehen bleiben. Stehen bleiben. Sahara. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Sag mal. So gucke ich sie auch gerade an. Sein Gesicht sieht super komisch aus. So. Dann machen wir gleich. Gehen. Bruder, was ist denn da los? Oh, ich habe zu viel rumgetänzelt. Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz. Set aside anything useful and just leave the rest. Ist ein Luftholen hier. No. Truthfully, we would still be pinned down if it weren't for them. Wir machen auch hier ein bisschen Ordnung direkt, ne? Aber hier ist ja gerade alles explodiert und alles rumgeflogen. Was war das? Ich habe irgendjemanden wohl auf Jetpack geschossen oder so. Das war ja richtig Bambule hier. Ich will da ran. Ach, warte mal, ich komme auch so da ran. Ah! Anscheinend. Synergy. So, wir räumen ja immer gleich nebenbei auf, ne? Ihr kennt das ja.
erst töten, dann aufräumen. Und zwar alles. Nicht sogar eine Klopapierrolle. Selbst die nehmen wir natürlich mit. Oh, for God's sake. Drop some of that rubbish already. Oh, du sagst es tausendmal am Tag, aber ich höre dir, du nervst. Erstens sagst du mir ständig, dass du irgendwas für mich hast. Dann hast du nichts für mich. Und dann sagst du mir immer, ich soll nicht alles mitnehmen. Ein bisschen Unterstützung wäre mal schön, finde ich. Nicht immer so negativ gerede. Die reilt nicht, also die versteht auch nicht, dass das unser Überleben sichert, dass ich hier alles mitnehme. Keiner auf meinem Schiff verdient Geld, nur ich. Und womit? Mit Plündern. Und zum Plündern gehört halt einfach alles dazu. Hab fertig gewischt, sehr gut. Ich lasse tatsächlich immer wischen, ich habe ja so ein Saugroboter mit Fisch, mit Fischfunktion, mit Wischfunktion. Und wenn gewischt werden muss, mache ich da einfach Wasser rein, den Lappen drauf und dann lasse ich den jetzt zweimal durch die Wohnung fahren. Plündern gehört auch immer dazu. Also wer nicht plündert, hat kein Bethesda-Game gespielt. Also das ist mit das Wichtigste, was du machen musst bei einem Bethesda-Game. Sonst verpasst du irgendwas. Offen bleiben. Was ist das Treppenhaus gleich mitgewischt? Ei. Da haben wir tatsächlich vom Vermieter Reinigungskräfte. Ich hab hier. Ach, du bist Captain Mion. Wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht hier raus. Aber jetzt haben wir Captain Young gerettet. So, Captain Young. You don't got the look of a Marine. Certainly not the militia. Who are you? Ich bin ein Freestar Ranger und ein Vanguard Captain. Nur mal so, Spacer sind eine Plage in den besiedelten Systemen. Ich nutze jede Chance, sie zu erledigen. Ich bin nur ein Captain, der einen Notruf empfangen hat. Vanguard Captain. Huh. More UC bailing the FC out. Captain Myung, UC Marines. Veteran of the Colony Wars, the shield of Pardew Pass. Best damn Marine in the service. And that loudmouth is Private Sai. If she wasn't such a hell of a soldier, she'd be polishing latrines for the next decade. You've saved lives here, and that is something I won't forget. Yeah, Captain Myung. You're a legend. I heard about you when I was working in the United Colonies. And you're here. My reputation precedes me, eh? I've always wanted to say that. I'm in the business of saving civilian lives. I figure this research outpost qualifies. If Mast found out, there could be a court-martial. The captain and all her marines? Well, we'd all be dead if it weren't for them. You lot may be Freestar, but you're ground pounders first. I wasn't about to let you all die ignobly to those rabid spacer bastards. Oh, das ist aber auch ein bisschen fies. Bei Vonovia leider nicht. Ja, Vonovia ist aber auch, ne, also. Ah, die Vonovia ist aber auch ein Drecksaufen, finde ich. Deswegen hilfst du ihnen. Ihr habt doch gerade erst noch Krieg geführt. Was ist am Pardew Pass geschehen?
Was ist am Parduk Pass geschehen? War happened. Parduk Pass is a graveyard now. Lots of good soldiers, both sides, are buried there. Captain Myung held that pass for a week against the best mechs the Free Star could throw at us. When she pulled out, she blew up the whole damn pass. Took out a full mech battalion. Might have saved the entire Nera front. Don't believe the propaganda, Private. Parduk Pass was dirty business all around. Okay. Unglaublich, das ist verdammt schön, dich kennenzulernen. You've got spirit. That's what we need right now. We've bought ourselves an old-fashioned stay of execution here. But it won't last long. The bastards are disorganized, undisciplined rabble. But they got spaceships and we don't. That means they can keep dropping reinforcements until they greatly outnumber us. Then the cowards will hit us. Hard. Ich sagte, Vonovia ist ein Dreckshaufen. Die, wo sie kein Geld zahlen müssen, machen sie nicht. Ganz einfach. Also ich mag den Laden nicht. Die machen so viel Geld auf den Nacken ihrer Mieter und tun nichts. Das ist unglaublich. Können wir nicht einfach weg? Ich habe ein Schiff. Klingt so, als hätten wir alle Hände voll zu tun. Ich habe ein Schiff. Which means they won't drop the reinforcements right on top of us anymore. But there's too many of them, and only one of you. No, we need a plan. I have a more immediate ich bin problem, der Plan. Captain. I have troops and civilians in the field. If we don't act, the spaces could take them out. I can't abandon them. Damn it. What sort of leader would you be if you did? But we need every trained soldier to fortify and get the defenses back online. Mahoney said their last transmission indicated they were in trouble. If you could perhaps take your ship to the research camp and clear out any spaces. Mein Mann und ich wollen auch nicht mehr lange hier wohnen. Jenny, gute Entscheidung. Ohne mich wärt ihr ziemlich am Arsch. Tja, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich erledige das, komm. They went dark not too long ago. So hopefully they are still survivors. Just go quickly and safely. Ja, ja. Ja, ja. So, ich bin dann alleine weg, ne? Oh, warte mal, es hat gerade bei mir geklingelt. Ich bin jetzt mal wieder da. So, hast du einen Tipp für eine Wohnungsbaugesellschaft in Hamburg und Umgebung? Tatsächlich gibt es... es gibt ja Wohnungsbaugesellschaften. Also es gibt da die Wohnungsbaugesellschaften und Vermieter, ne? Also Wohnungsbaugesellschaften, also Genossenschaften kann ich die Bille Bergedorf sehr empfehlen. Oder ich muss mir mal überlegen, wer ist das noch? Das ist tatsächlich die, mit denen ich gute Erfahrungen gemacht habe. Alles andere ist Hörensagen. If you're overloaded, we should stop and prioritize what we're carrying. Ansonsten, Vermieter ist zum Beispiel, finde ich persönlich sehr gut, und bei dem wohnen wir jetzt, ist Erich Thor. Die sind sehr, sehr geil. Ansonsten gibt es da tatsächlich nicht viele, ne? Sonst ist die Saga sehr breit vertreten. Aber die sind halt auch nicht so geil, die Wohnungen. Hatte ich auch schon eine. Oder halt privat gucken, ne? Gibt es ja auch viele in Hamburg, die privat vermieten. Na, aber da musst du halt auch Glück haben. Könntest du mir die bei Instagram mal schreiben? Na klar, mache ich. Kein Thema. Kein Thema. Captain Myung. Was haben wir denn jetzt eigentlich für eine Quest hier noch? Finde neue Stories. Nee, warum hatte das immer offen? Achso, okay, ich soll zum Forschungslabor fliegen. Aber vorher werde ich auf jeden Fall verkaufen. Muss ja sagen, das Ding schießt ziemlich. Kein Schwein interessiert sich hier für Explosionen. Das ist so geil. Hier überall explodieren Sachen und es interessiert hier keinen. Aber ich muss ja sagen, dieses Ding, das hat eine krasse Präzision, ne? Das geht auch in die Luft, tut es aber nicht. Oh. Habe ich die geplündert? Nee, habe ich nicht. So lübt das hier nicht. Ich kann doch nichts zurücklassen.
Oh, I hope we find a use for that before it spoils. Ich muss dahin. Und ich kann ja gucken, warte mal. Da ist überall was drin. Ich hab schon so grob geschaut und die Mieten gehen ja eigentlich. Die sind schon sehr hoch, finde ich. Also ich finde schon, in Hamburg ist schon recht teuer. Also ich kenne es ja auch noch anders. Tatsächlich. Und ich finde die Mieten in Hamburg, die haben schon extrem angezogen. Sollte wahrscheinlich ein okay sein. Okay. 9K. Wow. Habe ich auch zur Verfügung. Hä, es gibt. Ach, guck mal, es gibt sogar noch große. Sag mal. Ja, alles gut. 9K klang nur so geil. Los, mein. Aber ich habe ich auf der hohen Kante, weißt du? Das haben wir aber noch mal richtig losgelegt, ey. Können wir mal ein bisschen was futtern hier, das wäre vielleicht noch mal eine Möglichkeit. Alien-Rührei, geil. Tonic. Root Beer. Oh, geil, jetzt erstmal so ein richtig ge- mit meinen dicken Fingern. Oh, das hast aber du gesagt. Tortier, Chardonnay, Melon, nee, das. Pika, Apfel, Grenchen. Das Crater. Eiweißriegel. Würzige Würmer. Eieiei. Kreaturenmarmelade. Klingt super. Mochi-Häppchen. Orange, Pappardelle, Bolognese, Pfirsich, Pflaumen, Rahmen, noch mehr Rahmen, Milk Stout, Harvest Rice, Whisky, Räucherlachs, Salat, Shepherd's Pie, Sprudelwasser, Superfood, Pasteten, das klingt alles so komisch, ne? Ta-Ameya, Pita-Brot. Aber das sieht geil aus. Das esse ich. Ich hatte gerade zweimal ein Tablett gegessen. Alles klar. Wusste nicht, das geht. Erstmal einen Tee. Battle Meal. Ach, guck mal, das steigert sogar unsere Schleppe. Das, was wir tragen können. Und ein Energy Drink mit Zwiebel und ein überbackenes Patty. Das ist doch was Gutes. Schon können wir auch länger laufen. Auf ins Cockpit. I have things for you. Das Thema hatten wir gerade schon, Frau Sahara, ne? So, wir müssen aber vorher nochmal woanders hin. Freestar Connective, ist das... Hä? Immer diese Sahara, ja. Die quatscht doch immer an Mist, ne? Also, das ist unglaublich, die ist unglaublich frech und die quatscht immer nur Mist. Also wirklich.
Die quatscht immer nur Mist. Ich weiß schon wieder nicht, wo Dings ist. Ich muss das schon wieder aktivieren. Red Mile. Ist das hier auch im System? Nee. Hat er überhaupt die Quest jetzt aktiviert? Ja. Jetzt ist es recht. Ja, egal. Red Mile. Let's go. In da. Supra et Ultra. I have something for you when you have a moment. Freunde, sag mal, ist das Wetter bei euch auch so bescheiden wie bei mir? Schade, ich wollte sie eigentlich beklauen. Meine W-Taste ist irgendwie komisch. Die funktioniert immer manchmal nicht. Es geht mit dem Wetter. Zwischendurch kommt die Sonne raus. Ja, okay, dann ist es bei dir tatsächlich ähnlich wie bei mir. Das ist echt, echt widerlich. Ab und zu mal kommt dann so ein Schauer. Mein Stift. Oh, ich hoffe, die Alte hat Kohle, ne? We certainly get a... Sure. Sure. Die hat kein Geld. Aber sie hat Munition. Dann hat sie auch gleich Geld. So, dann hat sie jetzt auch Geld. Das ist schön. Sonstiges. Nee, das ist ja ihres. Erstmal die Organe verkaufen. Dann verkaufen wir hier den ganzen Kram mal. Regen ist bei euch gar nicht. Okay. Ist auch ganz schön. Hatten wir viel Scheiße. Alter Schwede. Eieiei, das war ja sehr viel. Ja, natürlich. Ich glaube, wir werden bei dir echt alles los, ne? Sieht so aus. Oder fast alles. Sagen wir mal fast alles. Noch ein paar Anzüge. Das ist doch was Schönes. Rucksäcke. Habe ich hier irgendwas Billiges noch hier? Deimos Rucksack. Weg. Weg. 48 noch. Nicht alles weg, aber viel. So, wichtig ist, dass wir die Schmuggelware weg haben. Wir machen mal Folgendes. Wir setzen uns hier 2x24 Stunden hin. Ich glaube, dann ist sie ja wieder da, ne? Voll. Wenn ich mich nicht irre. Ich wurde letztendlich so zerstochen von Mücken, ne?